Ja, liebe Teilnehmerinnen, die schon angekommen sind bei uns, herzlich willkommen zu unserer 13. Ausgabe des WebTalk, das Online-Diskussions- und Bildungsformat von erwachsenenbildung.at. Schön, dass Sie sich für unseren WebTalk interessieren. Ich begrüße heute auch unsere beiden Podiumsteilnehmerinnen, Elke Gruber und Kurt Schmid. Danke, dass Sie gekommen sind, dass ihr gekommen seid und bereit seid, uns heute Fragen zum Thema Lern- und Bildungsräume zu beantworten. Ich werde die beiden später noch einmal ausführlicher vorstellen. Ja, mein Name ist Christine Berntaler. Ich arbeite bei Conedu, dem Verein für Bildungsforschung und Medien, als Redakteurin für das Online-Magazin erwachsenenbildung.at und werde diesen Webtalk heute moderieren. Das Magazin war Anlass dieses Web-Talks und im Hintergrund, das möchte ich Ihnen noch meine Kollegin Karin Kulmer, die Sie auch sehen, schon vorstellen. Hallo Karin, die sehr kompetent heute auch für die Technik zuständig sein wird und uns auch immer wieder Fragen einspielen wird. Wir sind Projektträger des Portals erwachsenenbildung.at, das vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung gefördert wird. Ja, sofern Sie sich noch nicht im Chat vorgestellt haben, möchte ich alle Teilnehmerinnen bitten, sich im Chat vorzustellen und auch uns mitzuteilen, was Sie hierher geführt hat. Bitte füllen Sie auch schon unsere Teilnehmerinnenumfrage aus zur beruflichen Identität, damit wir wissen, also in welchem Bereich Sie arbeiten. Wir freuen uns auch, wenn Sie als Teilnehmerinnen mitdiskutieren. Also Sie können im Chat Fragen stellen. Auf der linken Seite des Bildschirms gibt es dann auch eine Umfrage, die wir für Sie vorbereitet haben. Bitte beachten Sie auch, dass der Webtalk aufgezeichnet wird und veröffentlicht wird und Sie bereits durch Ihre Anmeldung Ihre Einwilligung dazu gegeben haben. Also die Aufzeichnung läuft bereits. Das Thema Lern- und Bildungsräume ist ein sehr aktuelles Thema in der Erwachsenenbildung. Und in der heutigen einstündigen Online-Diskussion möchten wir uns damit beschäftigen, wie haben sich Lern- und Bildungsräume verändert oder werden sie sich in Zukunft verändern. Um Ihnen dazu einen kleinen visuellen auch Eindruck zu geben als Einstieg, haben wir für Sie ein paar Folien noch vorbereitet, die Sie jetzt unten sehen. So, jetzt muss ich nur schauen, wo mein Cursor ist. Karin, kannst du die Folie bitte weiterklicken? Wir haben verschiedene, das Thema Bildungsräume zeigt sich in verschiedenen Bereichen, angefangen von den Wunderkammern aus der Renaissance, wo Sie im Bild links oben sehen, wo Menschen, vor allem meistens aus dem Bildungsbereich, zum Teil privat, aber auch zum Teil öffentlich, Kuriositäten vorgestellt haben. Also das waren oft Tiere, das waren Skurrilitäten aus der Natur. Und das waren so die ersten Bildungsräume, von denen man reden kann. Dann waren auch, dann sind natürlich Museen wichtigen Bildungsräumen geworden, aber auch Bereiche wie die Natur als Lernungsbildungsraum sind wichtige Themen in dem Bereich geworden. So. Moment. Kannst du bitte die nächste Folie weiterschalten? Danke. Ja, klassische Lern- und Bildungsräume sind Hörsäle natürlich, die Bibliotheken, aber auch ganz klassische Seminarräume, in denen wir uns bewegen, die Ihnen natürlich auch sehr vertraut sind. Aber auch ein wichtiger Bildungsraum ist natürlich der Betrieb, also Arbeitsplatz und Betrieb als Bildungsraum geworden, wo wir auch immer mehr am Computer heute lernen, wo wir auch gemeinsam lernen. Und bis zu den Makerspaces, den Werkräumen, die quasi Werkzeuge zur Verfügung stellen, um selbst dort lernen zu können, um in Gemeinschaft dort lernen zu können. Ja, so als die neuen Bildungsräume. Also besonders spannend hat sich die Bildungslandschaft natürlich durch die digitalen Möglichkeiten verändert.
Ja, nun auch schon zu unsere Themenbereiche, die wir heute in unserem Web-Talk besprechen werden. Das ist einerseits die Veränderung der Lern- und Bildungsräume. Wir werden dazu auch einen Gastinput haben von der Dorit Günther von der Technischen Uni Kaiserslautern, die wir dann zu uns holen werden. Dann ein zweiter Bereich ist Einfluss der Lernumgebung, beziehungsweise auch Tendenzen und Perspektiven im Bereich des Lernens. Ja, ich möchte nun auch das Anlass, also unseres Web-Talks ist ja die Magazinausgabe, die Ende Jänner erscheinen wird zum Thema Lern- und Bildungsräume. Und ich freue mich jetzt noch einmal, die Herausgeberinnen dieser Ausgabe begrüßen zu dürfen, nämlich die Professorin Doktorin Elke Gruber von der Universität Graz und den Magister Kurt Schmid. Elke Gruber ist Pionierin in der wissenschaftlichen Erwachsenenbildung im deutschen Sprachraum. Sie hat am zweiten Bildungsweg maturiert und Medienpädagogik an der Humboldt-Universität Berlin studiert. Damals war das noch in der DDR. Also sie kennt auch verschiedene Bildungsräume von Grund auf. Sie war als Forschungsassistentin auch in diesem Bereich tätig und ist seit 1989 Mitarbeiterin und später Universitätsassistentin an der Karl-Franzens-Universität Graz. Sie machte einen Zwischenstopp an der Alpen-Adria-Universität, wo sie den Lehrstuhl Erwachsenenbildung geschaffen hat und ist seit 2014 Inhaberin des Lehrstuhls für Erwachsenenbildung an der Karl-Franzens-Universität Graz. Sie ist federführend an der Entwicklung und Professionalisierung der Erwachsenenbildung beteiligt und hat auch einen wesentlichen Beitrag zur Erwachsenenbildungsforschung geleistet und leistet immer wieder mit zahlreichen Projekten, wie zum Beispiel der Pearl-Studie, die sicher einigen von Ihnen bekannt ist und ist auch immer wieder in Fachmedien der Erwachsenenbildung beratend tätig. Willkommen, liebe Elke Gruber. Hallo, danke für die Vorstellung. Ja, dann möchte ich den Kurt Schmid, Magister Kurt Schmid, vorstellen, der seit 1998 am Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft beschäftigt ist. Er ist studierter Volkswirt, hat an der Universität Wien studiert und war als wissenschaftlicher Forschungsassistent am Institut für Ökonometrie der Technischen Universität Wien tätig. Seine Arbeitsschwerpunkte sind empirische Studien zur beruflichen Erst- und Weiterbildung, Qualifikationsforschung, Bildungsstromanalysen und Prognosen. Er beschäftigt sich vor allem auch mit internationalen Vergleichsstudien und auch dem Know-how-Transfer zwischen Lehre und dem arbeitsplatzorientierten, also Work-Based Learning. Also ist auch unser Experte heute für das Thema Bildungsraumbetrieb. Herzlich willkommen, lieber Kurt. Beide Podiumsteilnehmerinnen sind seit vielen Jahren beratend auch im Fachbeirat des Magazins Erwachsenenbildung.at tätig. Wir werden auch heute einen Spezialgast später aufs Podium bitten von der Universität Kaiserslautern, Dorit Günther, die uns ein Projekt zu einer besonderen Art von Lernraumen vorstellen wird. Ja, nun zum, lieber Kurt, also unser Anlass für diesen heutigen Web-Talk war ja eigentlich das Magazin Erwachsenenbildung.at, also die Ausgabe, die eine Doppelausgabe wird, weil wir einfach sehr viele Beiträge bekommen haben, also ein spannendes Thema scheinbar für die Erwachsenenbildung. Was war die Intention dieses Calls für dich oder für euch als Herausgeberinnen? Ja, wunderschönen guten Morgen. Die Eingangsfolien, glaube ich, haben es schon sehr eindrücklich gezeigt. Es gibt eine große Palette, eine Vielfalt von Lernorten. Und unserer Ansicht nach war das auch eine Widerspiegelung sozusagen dessen, was der Mensch auch ist. Der Mensch lernt. Gewollt, ungewollt, bewusst, unbewusst. Und diese Vielfalt der Lernorte spiegelt eigentlich genau sozusagen unsere alltägliche, lebenslange, unser lebenslanges Lernen wider. Und das war die eine Dimension. Und die zweite Dimension, denke ich mir, für den Call war, es gibt ja historisch wirklich eine lange Reihe und eine Vielfalt von Lernorten, eben schon angeführt, Museen, Vereine, Salons, Bibliotheken, Volkshochschulen, Bildungsräume, die ganzen formalen Lernsettings, Schule, Universität, aber natürlich auch Betrieb und sozusagen das selbstorganisierte Lernen. Und das Spannende für uns war, das einmal näher in den Blickfeld zu nehmen,
was gibt es da, was hat sich getan, was hat sich auch verändert, und das eben nicht nur aus einer sozusagen physischen Perspektive, aus einer räumlichen Perspektive, die natürlich wichtig ist, weil Lernräume sind oftmals auch oder durchgehend auch physische Orte, damit auch die Frage der Raumgestaltung eine wesentliche Frage für gelingendes Lernen. Aber gleichzeitig haben wir auch starke Entgrenzungstendenzen, das neue Möglichkeiten bietet für Lernen, selbstorganisiertes Lernen, aber natürlich auch gewisse Gefahren, Risiken mit sich bringt. Und das war eigentlich das große Feld, das wir uns versucht haben anzusehen und eben über den Lernort, als physischen Lernort hinaus, auch wirklich sozusagen die soziologische, die soziale Dimension mit hineinzunehmen. Sozusagen, inwieweit sind soziale, symbolische Kontexte relevant, wichtig, damit Lernen gelingen kann. Ja, spannend. Also einerseits die Pluralisierung, aber andererseits auch die Entgrenzung des Lernens und so die Themen sind. Ja, danke mal für diesen ersten Input. Jetzt meine Frage an Elke Gruber. Was macht aus deiner Sicht einen Ort zu einem Lernort? Ja, auch erstmal schönen Morgen von mir heute. Ich habe das für mich so definiert, mal auf jeden Fall anthropologisch gesehen, können Menschen nicht lernen. Also da setze ich an Herrn Watzlawick an, der ja gesagt hat, man kann eigentlich nicht kommunizieren. So gesehen ist es, Kurt, du hast es schon mit anderen Worten gesagt, jeder Ort in Wirklichkeit ein Lernort. Das ist auf der einen Seite sehr diffus. Wir werden das sicher im Laufe der Diskussion noch behandeln. Es geht darum, oder es schwingen da auch negative Dinge mit, weil Entgrenzung ist, kann ja was Positives sein, kann aber natürlich auch was Negatives sein. Aber es schwingt eben auch mit, dass sie alles und jedes ein Lernort sein kann, dass es auch gewisse Chancen und Chancen auf diese Pluralitäten, durch diese Pluralitäten und Zugänglichkeiten hat. Okay. Entschuldige, dass ich dich ganz kurz unterbreche, liebe Elke. Es ist, also ich sehe gerade auch im Chat, du bist relativ leise. Könntest du eventuell probieren, noch einmal ein bisschen lauter zu stellen, dein Mikro, oder einfach lauter zu sprechen? Zu deinem Mikro. Geht das jetzt? Ist es jetzt lauter? Ein bisschen, ja, ist es. Ja, jetzt kommt gerade, glaube ich, der Herr Assinger, der mir auch sagen wird, dass das. da oben ist es, genau. Übrigens, das ist, ich habe nicht Medienpädagogik studiert, ich habe Medizinpädagogik studiert, sonst würde ich jetzt. Nein, es ist ja überhaupt kein Problem. Aber das ist richtig falsch geschrieben. Ja, ganz. Bist du ganz weg? Jetzt haben wir dich gar nicht mehr. Nicht jetzt wieder? Ja, jetzt haben wir dich gut. Sehr gut. Okay, soll ich es nochmal ganz kurz zusammenfassen, wenn andere das jetzt nicht so gut gehört haben oder? Ja, vielleicht kurz, das wäre super. Genau. Also ich bin davon ausgegangen, dass es, der Mensch kann ja nicht lernen. Ich beziehe mich damit auf den Herrn Watzlawick, der gesagt hat, der Mensch kann nicht kommunizieren. Also anthropologisch ist das überhaupt nicht möglich. Das heißt aber, überall und alles kann ein Lernort sein. Und damit sind wir eigentlich schon da, dass das eigentlich auch etwas sehr Entgrenztes ist, haben wir auch schon gehört. Vor allen Dingen in den letzten Jahren. Das kann was Positives sein, weil es Chancen und Zugänglichkeiten ermöglicht, aber das kann natürlich auch zu einer Diffusität führen und zu einer, wir werden das sicher noch weiter diskutieren im Laufe des Chats, zu einer, das kann auch negative Folgen haben für die Professionalisierung und so weiter. Aber ich glaube, da kommen wir noch drauf. Das war immer das Markenzeichen der Erwachsenenbildung, dass es eigentlich nicht so etwas hat wie einen identitätsstiftenden Ort. Das ist der Unterschied, sage ich jetzt mal, zur Schule oder zur Universität. Da weiß man ganz genau, ne? Schule ist Lernen in der Schule, ist Schulbildung, Universität oder auch Berufsschule. Ne? Da weiß man, da geht es um die berufliche Aneignung. Die Erwachsenenbildung hat immer schon sozusagen das Problem, unter Anführungszeichen, gehabt, dass sie nicht so etwas wie einen identitätsstiftenden Ort gehabt hat.
Die Frau Kraus hat irgendwann mal gesagt, wir sind eigentlich Nomaden in diesem Bildungsbereich. Mhm. Was macht jetzt nun wirklich einen Lernort zu einem Lernort? Zwei Aspekte würde ich anführen. Entscheidend ist zum einen das Framing oder die Rahmung, in dem das Ganze stattfindet, in dem Lernen oder Bildung stattfindet, sich organisiert. Das heißt, also wenn man das runterbricht, soziale Settings definieren oder determinieren die unterschiedlichen Dimensionen und Qualitäten von Lernen. Das heißt, wenn ich das jetzt zum Beispiel an einem klassischen Bildungsort festmache, wie einem Bildungshaus, dann ist die Rahmung ein Bildungshaus, aber das kann sein, zum Beispiel klassisches Lernen in Gruppen, im Dialog, was wir als soziales Lernen zum Beispiel bezeichnen. Das kann aber auch sein, ich setze mich zum Beispiel mit einem Buch irgendwo in den Park und lerne autonom. Und es kann auch sein, dass ich das, und das denke ich mir, das werden wir bei der Zukunft noch sehen, dass es viele verschiedene Möglichkeiten auch an einem Lernort gibt. Ich kann in einem Bildungshaus zum Beispiel an einer Skype-Konferenz teilnehmen, dann tausche ich mich mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern, mit dem Lehrenden aus und vertiefe mich vielleicht in einem autonomen Lernen, also indem ich selbstgesteuert lerne. Also so dieses Framing ist praktisch, macht einen Status und die Qualität von Lernen aus. Und das Zweite, was aus meiner Sicht ganz wesentlich einen Lernort ausmacht, das ist das Gegenüber. Das Gegenüber darf man aber nicht nur sehen als Mensch, also das ist jetzt mal ganz sozusagen das, auch das Klassische. Also das Gegenüber kann sein, das kann ein Mensch sein, zum Beispiel ja, im sozialen Lernen in Gruppen. Das kann aber auch, also wir sprechen auch mittlerweile von zum Beispiel tiergestützter Therapie oder Pädagogik. Also es kann also ein Lebewesen sein, ja. Das kann aber auch sein ein Ding oder bestimmte Dinge. Wir haben in unserem Heft einige sehr interessante Artikel über zum Beispiel Ausstellungen, über Museen. Das kann also Kunstwerk sein, an dem man lernt. Das kann die Natur sein. Wir haben auch einen Beitrag zum Lernen in der Natur. Das kann sein Theater, das kann sein die Arbeit. Darüber werden wir auch noch hören. Also Dinge sozusagen, mit denen ich mich in der Arbeit beschäftige, können auch Dinge sein. Was das Gegenüber noch sein kann, das kann auch ein, ich sage das jetzt mal, ein, das können geronnene Gedanken sein. Also ich denke eben an Bücher oder ich denke auch an Musik, die auch da, das ist sozusagen konservierte oder geronnene Gedanken, so würde ich das bezeichnen. Und letztendlich kann das Gegenüber, jetzt kommen wir fast ein bisschen in die Psychoanalyse, das Gegenüber kann nicht auch selbst sein. Also das heißt, ich kann auch über, wir sagen ja, nachdenken. Und das tue ich wahrscheinlich am ehesten allein. Und das hat aber auch ein Gegenüber, nämlich in mir sozusagen. Also diese unterschiedlichen Dimensionen, würde ich sagen, haben etwas damit zu tun, ob sich etwas als Lernort oder Bildungsraum definiert. Letzter Gedanke zudem, es gibt einen Unterschied zwischen Lernorten und Bildungsräumen. Das ist so ähnlich wie mit der Methodik und der Didaktik. Die Didaktik ist die Lehrkunst, das ist sozusagen das Größere an dem Ganzen. Und die Methodik ist, Methodos ist der Weg. Also wie komme ich dorthin? Und bei den Bildungsräumen ist es Bildungsräumen und Lernorten ist es ähnlich. Der Bildungsraum ist sozusagen das Weitere. Dort sind auch symbolische und soziale Beziehungen maßgeblich und werden mitgedacht. Und der Lernort ist sozusagen ein Teil des Bildungsraumes. Dort geht es eher um geografische Gegebenheiten oder auch um Gebäude, ganz klassisch. Und in dem Sinne würde ich fast sagen, für unsere Diskussion auch Lernort. Dort ist also so auch dieser pragmatische Ansatz des Lernens zu denken und Bildungsraum. Das heißt dann eben auch, Bildung mit Bildung ist ja mehr als Lernen. Das ist ja eher sozusagen die reflektierte Form des Lernens im Sinne einer konstruktiven, reflexiven Verarbeitung
auch mit Hinblick auf Herkunft und Zukunft. Und deswegen würde ich auch so diesen, haben wir ja auch genutzt, gesagt, Lern- und Bildungsräume, also dass man diese Dimensionen unter ein Dach sozusagen bekommt. Ja, super. Danke für diesen doch sehr anschaulichen Einblick, den du uns da in dieses Thema Lernorte mal als Aufschluss gegeben hast. Ich schaue jetzt kurz zu unseren Teilnehmerinnen, die sich ja inzwischen schon, jetzt haben wir schon einige angemeldet, sehr viele angemeldet haben. Wir haben doch fast die Hälfte Bildungsmanagerinnen, dann Erwachsenenbildnerinnen im Bereich Lehr- und Lerngeschehen, also doch auch sehr viele, fast 40%. Und auch eine Forscher- und Bildungsberaterinnen sind da, beziehungsweise eine Person, die als Studierende im Bereich Erwachsenenbildung. Das heißt, auch Sie kennen von sich aus schon Lernräume, Sie sind erfahren mit Lernräumen. Wir freuen uns über Ihre Fragen, auch die Sie uns im Chat fragen, stellen. Doch ich möchte jetzt nach diesem interessanten Aufriss einmal in eine erste weitere Fragerunde an das Podium gehen. Nämlich also dieser erste Teil, wie verändern sich Lern- und Bildungsräume? Wie haben sie sich in der letzten Zeit, vor allem im Wandel der Zeit, verändert und was war also ausschlaggebend für diese Veränderungen? Ja, weiß nicht, vielleicht möchtest du kurz im Bereich Betrieb uns da ein bisschen einen Einblick geben. Also was war in dem Bereich Lernort Betrieb, den ja viele von uns auch vertraut ist, so was sind so da die Veränderungskomponenten? Na, ich denke mir, dass man im Lernort Betrieb vieles auch sieht oder wiedererkennt, was sich sonst auch tut. Das Spannende am Betrieb ist ja, dass er aus dem formalen System her betrachtet, auch historisch gewisserweise betrachtet, ja, er schon immer ein formaler Lernort war. In der Lehrlingsausbildung ist der Betrieb wirklich dezidiert ein Lernort, ein Ort, wo man genuin Neues lernt, hier heute die wesentlichen, die berufliche Qualifikationen, die Qualifizierungen. Das sicher sozusagen auch ein spannendes Thema ist. Und denke mal, was man da in den letzten Jahren beobachten kann, ist gerade auch über die Tendenzen der Digitalisierung, dass es zu einer stärkeren Durchmischung, Verbindung von Arbeit und Lernen gekommen ist. Jetzt nicht nur sozusagen in der Erstausbildung, sondern auch wirklich in der Weiterbildung. Das geht die ganze Palette vom nonformalen Setting bis hin wirklich zum informellen Lernen durch. Und genau diese Kombination aus Arbeit, Lernen, während der Arbeit lernen, Lernen, um neue Anforderungen, Tätigkeitsanforderungen in der Arbeit bewältigen zu können, ist, denke ich mir, ein sehr weitgehender und sehr durchgehender Trend, den man in der Arbeitswelt sieht, den man im Lernort sozusagen Betrieb sieht und der gerade über die digitalen Medien oder Lernmedien stark befördert wird. Das wäre die eine Geschichte. Gleichzeitig Lernort, Betrieb, arbeitsintegriertes Lernen, arbeitsgebundenes Lernen kann man auch sagen. Und vor allem die digitale Komponente, glaube ich, zeitigt auch eine zweite Entgrenzungsdynamik, die man auch in anderen Bereichen sehen kann, ist eigentlich auch in gewisser Weise wieder die Unabhängigkeit vom konkreten Lernort. Sei es vom Ort, sei es von der konkreten Lernzeit, das vieles ermöglicht im Sinn von autonomen Lernen der Personen selbst, des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin selbst. Gleichzeitig natürlich auch die Gefahr in sich birgt, hier sehr, sehr viel an Verantwortung auf den Arbeitnehmer, auf die Arbeitnehmerin übergewälzt werden kann. Sozusagen, wir können jetzt sagen, immer und überall lernen potenziell. Also sozusagen diese Pole in gewisser Weise an Möglichkeiten, selbstgesteuerten, selbstinitiierten, selbstdefinierten Lernen, damit sozusagen die Entgrenzung auch im Sinne des Aufmachens
stehen Tendenzen gegenüber oder stehen potenziellen Risiken gegenüber, die auch schon im Bereich des lebenslangen Lernens generell andiskutiert sind, dass man es praktisch immer und überall machen muss und dass man eigentlich immer stärker selbstverantwortlich wird dafür. Ich meine, das sind so, so als erster Gedankengang einige der Haupttendenzen, die man im Bereich betriebliches Lernen oder Lernortbetrieb so verorten kann. Selbstverantwortung ist ein wesentliches Thema geworden. Ja, Elke, was sind deine Gedanken zu diesem Thema? Wie verändert sich Lernräume? Naja, ich würde ganz gerne noch beim Kurt ansetzen, weil ich finde, dass dieser Lernortbetrieb oder Lernortarbeit, würde ich das ganz gern fast noch erweitern, ganz was Wesentliches ist, was ich witzigerweise, oder nicht witzig, interessanterweise nicht so im Response wiedergespiegelt hat unserer Themenbeiträge. Also das ist vielleicht recht spannend, weil man geht ja davon aus, dass mehr als die Hälfte wahrscheinlich der Weiterbildung im Betrieb, am Arbeitsplatz und wo auch immer stattfindet, ja, aber im Kontext sozusagen. Und das ist eigentlich recht spannend, dass da offenbar das auch noch nicht so die Leute auf dem Schirm haben, sage ich jetzt einmal. Vielleicht noch so ein paar Gedanken dazu, also jetzt nicht nur auf Arbeit und Betrieb bezogen, sondern wir haben ja schon, also ich glaube, einer der spannendsten Aspekte ist, wenn man sich mit Lernorten in der Erwachsenenbildung auch historisch beschäftigt. Da kommt man auf Dinge drauf, das ist unglaublich, also was es eigentlich auch schon für Lernorte gegeben hat, die natürlich nie so damals so definiert worden sind, weil Lernen ist ja auch ein sehr junger Begriff in Wirklichkeit. Also da hieß es, um ja, zusammenzukommen, um sich Vorträge anzuhören, zu diskutieren. Also das ist ja ganz, ganz ein spannender Bereich. Ein bisschen habt ihr es mit den Bildern angezeigt. Ich möchte eigentlich nur an die jüngere Geschichte nochmal ganz kurz gehen. Wann hat denn diese Diskussion um die Entgrenzung der Lernorte begonnen? Also aus meiner Sicht so in den 1990er Jahren, und zwar mit dem Konzept des informellen Lernens. Also wo neben das formale und dem nonformalen Lernen das informelle, das hast du auch schon angesprochen, Kurt, das informelle Lernen stärker auch von der Europäischen Union als ein wertvolles, sage ich jetzt mal, Lernen gesehen wurde. Wobei, wenn man in der Erwachsenenbildung seit langem tätig ist oder dazu forscht, dann weiß man, eigentlich kommen wir aus dem informellen Lernen. Ja? Also ich sage jetzt mal, Aufklärung, ja, also das war immer etwas, die Leute haben gelesen, haben sich selbst gebildet, daher kommen wir eigentlich. Dann ist das eher in Räumlichkeiten gedacht und angeboten worden, um das vielleicht ganz verkürzt zu sagen. Und dann interessanterweise eben in den 90er Jahren dieses Wiederaufblühen sozusagen, das diesmal nicht autonomes, selbstorganisiertes, sondern vor allen Dingen unter dem Begriff des informellen Lernens. Also das war 1990er Jahre. Und am nächsten Schub hat es aus meiner Sicht gegeben, zu Beginn des neuen Jahrtausends, mit der Frage des Lernens in Netzwerken, sowohl von Organisationen oder, also viele von uns erinnern sich sicher noch an die Diskussion Lernen in der Region, Lernen im Gemeindewesen, da hat es also große Projekte auch in Deutschland, auch in Österreich gegeben. Und das war sozusagen Regionen in den Blick zu nehmen. Und jetzt haben wir es wieder ganz aktuell mit diesem, ich sage das immer so, um es nicht despektierlich zu meinen, mit dieser semantischen Stopfgans der Digitalisierung. Ja, da kann man ja auch alles hineinstopfen. Ja, Digitalisierung, damit kannst du alles und nichts erklären. Und das ist sozusagen jetzt die nächste Welle, die jetzt kommt in dieser Entgrenzungsdiskussion. Letztes dazu, ich glaube, es wird auch wieder Zeit, darüber zu diskutieren, wie wir Dinge begrenzen. Wie wir Dinge begrenzen, damit sie nicht zu entgrenzt sind? Ja. Wie meinst du das begrenzen? Naja, ich komme nochmal auf das Lernen am Arbeitsplatz zurück. Das Problem zum Beispiel ist, welche Qualität des Arbeitsplatzes habe ich?
kann ich dort lernen? Ja, und natürlich kann man an jedem Arbeitsplatz lernen, und wenn man mit Kollegen und Kolleginnen, aber trotzdem, wir reden ja von einer bestimmten Qualität, also ist es dort möglich sozusagen, mich auch, also nicht fortzubilden im Sinne, dass ich in ein Seminar gehe, sondern dass ich permanent, also wir Wissensarbeiterinnen, sage ich mal, wir lernen ja permanent im Tun. Ja, und dass diese Möglichkeit hat nicht jeder. Jede. Absolut. Ich glaube auch, Elke, dass es eine ganz wichtige Dimension ist. Ich finde auch sozusagen sehr spannend, dass wir generell ja einen gesellschaftlichen Trend ganz stark haben, an so Narrativen und würde fast sagen verkürzt gedachten Möglichkeiten, Instrumenten, Ansätzen der Veränderung, also Pädagogisierung. Also wenn immer wir ein gesellschaftliches Problem haben, gibt es klassischerweise zwei Pauschalantworten darauf. Das eine ist sozusagen eine Art technokratischer Ansatz, aktuell im Sinn Digitalisierung. Und der zweite Ansatz ist Lernen, ist Pädagogik. Und ich glaube, beide Ansätze lassen außen vor, dass das ja wirklich sozusagen in einem gesellschaftlichen Kontext stattfindet, wo man unterschiedliche Zugänge, Möglichkeiten hat. Sozusagen dieser Gedankengang des sozialen Fortschritts, der Weiterentwicklung quasi schmerzfrei, würde ich fast sagen, indem über Technologie oder über Lernen, ne, ist natürlich attraktiv, spiegelt eine Realität wider, aber ist meines Erachtens auch zu kurz gedacht und auch ein bisschen zu schönfärberisch gedacht. Wir haben jetzt hier einen Kommentar von Maximilian Göllner, einem Teilnehmer. Vielleicht mal begrenzen, auch im Sinne von definieren, erläutern und benennen. Mhm. Also das ist irgendwie eine Klärung. Also beide Teilnehmer nicken. Daher. Die Botschaft sehe ich wohl, aber das ist natürlich eine die schwierige Frage, eben genau, definieren, erläutern, begrenzen. Ich sehe aber auch in der Literatur nicht einen wirklichen Trend im Sinn von Begrenzen oder Erläutern. Es gibt natürlich unterschiedlichste Versuche zu operationalisieren. Würde mir aber nicht behaupten trauen, da einen eindeutigen Trend zu sehen. Also nach wie vor, glaube ich, ist dieses Bild, dieser Gedankengang der Entgrenzung sehr dominierend in unseren Vorstellungen und Denken darüber oder das Versuch zu fassen, was passiert und das quasi wieder begrenzen, ist eigentlich noch nicht wirklich auf der Agenda. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Elke. Ja, ich habe es jetzt auch so schnell gesagt, weil mir das ein Anliegen ist, weil wir werden sicher noch drauf kommen, dass eben diese Entgrenzung ja auch viele negative Seiten haben kann. Ja, neben natürlich durchaus positiven. Aber ich habe es ja für den Lernort, habe ich es versucht, eben diese, es muss eine Art Framing geben, ja, es muss eine gewisse Rahmung haben. Und das Zweite eben, es muss ein Gegenüber haben. Also das wären für mich so, das sind zwar jetzt, das sind zwei für mich so Begrenzungen, sage ich jetzt mal, die natürlich auch wieder an sich gesehen sehr, sehr weit sind. Ja, ich sehe, Teilnehmerinnen geben weitere Anmerkungen an. Noch eine weitere, manchmal von Maximilian Göllner. Manchmal frage ich mich, worüber wir in der Debatte um Digitalisierung überhaupt sprechen. Also den Diskurs schärfen durch Benennung dessen, worüber wir verhandeln. Mhm. Deswegen habe ich das ja eben auch als, also der Herr Geisler hat mal gesagt, das sind diese Wörter, diese, so eine semantische Stopfkanz. Ne? Dort kann ich alles hineinstopfen. Und das war interessant, oder Containerbegriff ist vielleicht bekannter. Das wurde zum Beispiel benutzt auch für den Begriff der Schlüsselqualifikationen. Das war auch so ein Hype, wenn ihr euch erinnern könnt. Ja? Und dort hat man auch dann die, ich weiß nicht, ich habe mal gezählt, 300 Definitionsversuche. Jetzt seid ihr weg.
Ja, ja, ich seid ja wieder da. Also da hat es Definitionsversuche en masse gegeben. Ja, und ich gebe dem Kollegen Gölles recht, dass das ja, dass man sich darüber verständigen muss. Aber ich glaube, genau das ist es auch, was eine Diskussion leisten kann. Weil zu einer endgültigen Definition werden wir nicht kommen. Sind wir bei den Schlüsselqualifikationen auch nicht gekommen. Ja, der Winfried Ritschel stellt eine Frage, entspricht eine Begrenzung, beispielsweise ein Kompetenzkatalog für ein Berufsbild? Ja, also wenn ich das schnell beantworten kann, für mich ist das eine Art Begrenzung, ja, oder eine, ich weiß nicht, wie Sie es jetzt gemeint haben, aber für mich ist das die Möglichkeit, und da sind wir nämlich auch bei den positiven Dingen, wenn man Dinge auch mal begrenzt, dass man sie nämlich auch versucht zu fokussieren und auf einen Punkt zu bekommen. Und gerade bei der Professionalisierung in der Erwachsenenbildung erscheint mir das als ganz einen wichtigen Punkt, dass wir definieren, was können wir, ja, was unterscheidet uns von anderen. Und das ist, denke ich mir, seit, ja, das ist, war lange Zeit, also ich bin sehr froh, dass das zum Beispiel in der Erwachsenenbildung mit der Weiterbildungsakademie zum Beispiel mit dem Curriculum gelungen ist. Ja, danke. Tja, also ich sehe, es wird noch fleißig eingegeben. Werden noch Fragen kommen? Schreibt ein. Ja, ich denke mir, wir haben ja heute auch ein schönes Beispiel für die Entgrenzung von Bildungsräumen, indem wir die Möglichkeit haben, uns hier digital zu treffen. Wir kennen uns zwar persönlich, aber es ist natürlich nicht ganz leicht, für eine Stunde aus Wien oder Graz oder woanders oder aus Kaiserslautern zusammenzukommen. Und ich denke mir, das sind auch sehr positive Möglichkeiten, die wir jetzt hier haben. Die Wilfried Frey bringt noch einen Gedanken, also ein, der Gedanke der Einheit von Lehren und Lernen erleichtert das Framing ungemein. Also wenn auch traditionell pädagogisch. Ja, das ist, glaube ich, ein interessanter Beitrag, um einfach ein Stück weit auch Begrenzung zu ermöglichen und damit das irgendwie einzugrenzen. Ja, wir schauen, also wir denken, die Teilnehmerinnen können auch weiter noch ihre Fragen eingeben. Wir schauen vielleicht einmal weiter. Wir haben ja eine, also auch was das Thema Begrenzung, Entgrenzung anbelangt, einen Gast eingeladen, nämlich die Dorit Günther von der Technischen Universität Kaiserslautern, die in einem Projekt forscht zum Thema Lernlandschaft. Und zwar zum Thema Lernräume im Hochschulbereich. Sie ist jetzt auch visuell sichtbar und ich hoffe, wir hören Sie auch, Frau Günther. Hallo. Ja, guten Morgen an alle. Sehr gut, danke. Schön, dass Sie da sind. Viele Grüße aus Kaiserslautern, ja. Sehr gut, Sie sind heute sehr international, wie das Magazin generell ist. Wir haben sehr viele Autorinnen auch aus dem deutschsprachigen Raum, auch aus der Schweiz und manchmal aus Südtirol. Und Dorit Günther ist auch eine Autorin in unserer unserer nächsten Magazinausgabe. Ja, was, Frau Günther, Sie möchten uns heute einen Bereich vorstellen, und zwar ein Impulse aus der Museums- und Ausstellungspraxis in eine Lernlandschaft, also ein Projekt, das Sie am Campus umsetzen wollen. Genau. Vielleicht möchten Sie uns dazu ein bisschen aus der Praxis ein Beispiel geben. Ja, also zunächst zum Kontext. Wir haben
im Rahmen unseres Projekts hier, wo ich mich mit Lernräumen beschäftige, eine Mitwirkung an dem Vorhaben, eben einen Neubau am Campus hier in Kaiserslautern zu bauen. Und wir sind im Moment noch in der Konzeptionsphase und dieses Haus des Lernens, das ist so ein Arbeitstitel, soll eben eine sehr heterogene Zielgruppe ansprechen. Also wir haben viele Studierende hier am Campus im grundständigen Studium, aber wir haben auch einen großen Fernstudienbereich. Das heißt, wir haben auch, das ist auch der Bezug zur Erwachsenenbildung, viele Fernstudenten, die hin und wieder zwei, dreimal im Semester hier auf den Campus kommen. Und womit ich mich beschäftigt habe, ist, wie können wir so ein Haus des Lernens einladend und interessant machen, eben überfachlich, mit Inhalten, die sich um Selbstlernkompetenz drehen oder auch ja überfachliche Kompetenzen. Das war so der Auslöser, darüber nachzudenken. Und es gibt verschiedene Bereiche, sei es auch Makerspaces und dergleichen, aber der Bereich, den ich jetzt hier mit theatraler Erlebnisraum benannt habe, der lehnt sich eben so ein bisschen an oder nimmt Impulse aus Museen und Ausstellungsdidaktik. Und zwar möchten wir dort den Teilnehmenden, den Besuchern eine ganz aktive Rolle geben als Mitgestaltende. Und wie Sie hier auf der Folie sehen, könnte man sich eben so einen größeren Raum vorstellen, wo es Stationen oder Impulse gibt. Also es gibt in diesem gesamten Raum, der wie eine Art Drama oder ja, insofern ein Ausstellungsdrama wird mit drei Teilnehmenden, einmal in der Rolle von Kuratorinnen und Kuratoren, die Dinge in den Raum stellen und eben Bedeutungsangebote machen. Dann gibt es eben als zweiten Part die Dinge selbst, die relativ, also die Impulse setzen, aber auch ambivalent sind. Und die dritte Rolle übernehmen eben die Besucher und Besucherinnen und die erwecken dieses Bedeutungssystem erst zum Leben, indem sie eben bestimmte individuelle Wege wählen, mit den Dingen interagieren und insofern durch ihre Präsenz und ihr Wahrnehmen der Dinge eigentlich dieses Ausstellungsdrama vorantreiben. Also das ist der Grundgedanke. Wie auch hier in der Abbildung sichtbar ist, ist eben eine große Flexibilität gegeben. Jeder kann individuell die Dinge aufsuchen, die er oder sie gerne ansehen möchte. Und interessant dabei ist eben auch, dass der Raum insofern bedeutsam ist, weil nicht alles einfach so, meinetwegen wie früher in einer Wunderkammer, irgendwie zufällig nebeneinander steht, sondern die Anordnung in dem physischen Raum auch schon Bedeutungsträger ist. Also auch welchen Weg ich nehme, in welcher Reihenfolge ich etwas anschaue, dadurch mache ich als Besucherin eben sozusagen meine eigene individuelle Ausstellung für mich erlebbar. Also das ist der Grundgedanke. Okay. Was sind so die Inhalte von dieser, also diesen Stationen? Also oder ist bestimmt den Inhalt des Lernens oder der Seher oder die Teilnehmerin selbst? Oder was sind die vorgegebenen Inhalte? Also bisher sind die noch relativ offen. Also es geht eben schon um Lernkompetenzen. Das kann zu Selbstreflexion anregen. Es kann methodisches sein. Zum Beispiel, also ich bin parallel zu der Lernraumforschung auch als Coach für Studierende tätig und es gibt immer wieder Themen wie Zeitmanagement, Work-Life-Learn-Balance, wie bewege ich mich als Studierender eben in den verschiedenen Feldern, welche Kompetenzen habe ich schon. Also es geht in diese Richtung, wir möchten uns eben nicht festlegen, jetzt geht es nur um Elektrotechnik oder BWL, sondern eben dieses Persönlichkeitsbildung. Und da kann man sich die unterschiedlichsten Impulse vorstellen. Ein Thema ist auch so ein bisschen Perspektivwechsel, dass man aus seiner Rolle, meinetwegen nur als Lernender, heraustritt und ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt für sein eigenes Lernen oder eben auch in relativ hierarchiefreien Räumen als Studierender auch mal eine Peer-Rolle eben einnehmen kann, eine Mentoring-Rolle. Also insofern spielt auch das Begegnen eine Rolle. Wie begegnen sich die Akteure und wie ändern sie ihre Rollen untereinander? Ja, spannend. Also das heißt, das ist auch, also die Inhalte sind quasi austauschbar. Also man könnte also ja. Verschiedene, es ist spannend. Also
Und es kann auch immer schnell oder möglichst schnell aktualisiert werden. Also es ist eine ständige Weiterentwicklung. Und es können auch Teilnehmer gewisse Dinge hineinbringen. Und das ist auch ein Gedanke, Spuren hinterlassen im Raum, dass sie nicht nur Rezipienten sind, sondern auch vielleicht an einer interaktiven Pinnwand Themen hinterlassen, die dann von anderen wieder aufgegriffen werden. Also die Rolle der Teilnehmenden soll eben sehr aktiv sein. Ja, danke. Danke für diesen Input, für diesen Praxis. Also falls Sie als Teilnehmerinnen Fragen haben, hätten Sie jetzt noch die Möglichkeit, die an die Frau Günther zu stellen. Ansonsten haben wir auch eine weitere Teilnehmerinnen-Umfrage, die Karin Kulmer jetzt einspielen wird. Was macht für Sie, also für Sie als Teilnehmerinnen, die Sie bei uns im Chat sind, eine gute Lernumgebung aus, als offene Frage? Und da sind wir schon auf Ihre Antworten gespannt. Ja, ich sage jetzt mal vorab Danke an die Frau Günther und ja, wir freuen uns auf Ihren Beitrag, der ist dann ab Ende Jänner nachzulesen im Magazin Erwachsenenbildung.at. Inzwischen sind jetzt, habe ich gesehen, also sind Fragen gekommen, und zwar aus der vorherigen Runde auch. Die Frage, die Sandra L. stellt sich die Frage, die sie sich immer wieder stellt im Zuge der Digitalisierung, wie komme ich vom bloßen Wissen zum Lernen, also zum Handeln? Vielleicht ein Ad-hoc-Gedanke dazu. Ich glaube, das ist ja immer auch die zentrale Frage. Ob ich jetzt ein Buch lese, ist für mich grundsätzlich dieselbe Herausforderung. Wie komme ich vom Gelesenen, von der hoffentlich Reflexion, eventuell auch in den Handeln. Also ich sehe da jetzt eigentlich keinen großartigen Unterschied zu digitalen Medien. Aber die spannende Geschichte dabei ist, denke ich mir, schon auch die Frage, wirklich auch der Lernort, oder der wird da angerissen. Ich denke, dass es dafür immer noch Lernorte braucht. Ich glaube, das hat sehr viel für sich. Aus einem betrieblichen Kontext gedacht ist vielleicht das Spannende auch, dass eben der Arbeitsort eben auch Lernort ist. Also hier hätten wir mal grundsätzlich das Potenzial da, den Möglichkeitsraum da, dass ich das Gelernte auch anwende, umsetze. Und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich eine zentrale Botschaft für Personen, die auch Weiterbildung, Lernen im Betrieb, im Arbeitsplatz gestalten, dass es dafür auch Möglichkeiten, Zeiten braucht, um genau sozusagen auch in die Anwendung zu kommen. Dass das, man reflektieren muss, welche Freiräume es dafür braucht, welche Unterstützung es dafür zum Beispiel auch seitens des Unternehmens braucht, damit genau diese Realisierung auch gelingen kann. Also insofern sehe ich auch diesen Connex, digitales Lernen, Arbeitsplatz integriert. Das Lernen ist gewisserweise erst der erste Schritt, der Grundlagen schafft, der Räume aufmacht. Aber der zweite Schritt ist, glaube ich, ganz wesentlich, auch dann genau in die Umsetzung zu kommen und auch hier die Möglichkeiten zu schaffen, dass das wirklich gelingen kann. Frau Sandra L. schreibt dann selber noch einmal, konkretisiert ihre Frage, und sie fragt sich, was braucht man zum Lernen, um den Transfer zu schaffen? Also das heißt, sie meint, dass es womöglich dafür immer noch Lernorte, und ich nehme an, mit Lernorten meint sie physische Lernorte, braucht, wie Elke Gruber. Ja, also ich kann dem nur zustimmen. Ich bringe immer gern das Wort der Verortung. Ja, ich brauche etwas wie eine Verortung. Also auch räumlich gesehen und geografisch gesehen. Und das ist für mich der Schritt zum Beispiel von der Aneignung, ja, die ich ja sehr selbstorganisiert machen kann, hin zum Handeln. Das hat für mich immer einen sozialen Aspekt. Ja, also ich kann sozusagen nur handeln, indem ich auch sowas wie eine Verbindlichkeit, also Verbindlichkeit ist für mich das nächste Wort. Und das widerspricht eben alles so ein bisschen, alles diesen Entgrenzungen oder wie wir jetzt gerade in Kaiserslautern gehört haben, es gibt eine Dramaturgie, jeder kann tun, was er will. Also ich finde das sehr attraktiv,
Aber ich denke mir manchmal, das habe ich auch mit Grenzen gemeint, wir brauchen trotzdem so etwas wie eine Verortung. Menschen brauchen so etwas. Sie brauchen Verbindlichkeiten und sie brauchen auch sowas wie, sage ich jetzt mal, Nähe zu bestimmten, also zu Menschen oder vor allen Dingen zu Menschen. Und dann wird Handlung, dann ist es immer noch nicht automatisch möglich, eine Handlung, aber dann wird sie aus meiner Sicht wahrscheinlicher, wenn ich mich mit anderen Menschen auch zusammentue. Und das meine ich auch physisch. Okay. Ja, danke. Wir haben jetzt schon einige Antworten und ich möchte meine Kollegin bitten, Karin, dass du das vielleicht ein bisschen größer machst, dass wir das besser sehen. Was macht für Sie eine gute Lernumgebung aus? Und da sind schon spannende Antworten gekommen. Also ich glaube, ich fange von unten an, weil da oben ist die letzte. Also grundsätzlich mal eine geeignete Lerninfrastruktur, also die Technik, aber auch Körper und Geist, das ist spannend. Der Austausch mit den anderen, also in Gruppen oder auch im Dialog, also das Miteinander. Der Austausch, ich meine, das machen wir jetzt auch, ist aber natürlich noch einmal eine andere Dimension, ob der Austausch, so wie wir das jetzt machen, digital oder ob der im physischen, die persönlichen Austausch sieht, wo man sich sieht, wo man Gestik, körperlich und so weiter wahrnehmen kann. Passende Lernmaterialien. Dann der Kommentar, ich beschäftige mich mit den dritten Orten. Aha, da gibt es einen Link, der da gepostet wird. Animiert zur Kooperation, also ein guter Lerner ist, der zur Kooperation animiert, der Rückzugsbereiche bietet, der zur Kommunikation motiviert und auch Sicherheit und Vertrauen gibt. Also ein Wohlfühlort, da kommt dann noch einmal. Aber auch eine passende Mischung aus Anregung, aber auch Konzentrationsförderung. Ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt. So gerade jetzt auch im Sinne von digital. Digital haben wir immer wieder diese Anregungen. Wir haben da ein Fenster und dort. Wir merken das selber jetzt auch im Webinar. Und andererseits müssen wir uns aber auf das Gespräch konzentrieren. Also ich denke mir, es ist also da immer so diese Gratwanderung auch im digitalen Bereich zu finden, ist sicher eine Herausforderung. Ablenkungsarmer Ort und Zeit, also der Raum existiert ohne Zeit nicht als Lernraum. Und dann ist noch eine Antwort, also Raum sollte veränderbar sein, eine gute Atmosphäre bieten und Raum für Neues, aber auch für Experimente bieten. Ja, danke mal für Ihren Input. Jetzt meine Frage also an das Podium. Aus welchen Kriterien? Sie haben jetzt schon einige gehört. Ich glaube, wir sehen, wir haben da einige Profis in der Runde. Was beeinflusst aus eurer Sicht die Lernumgebung? Also das Lernen. Welchen Einfluss hat die Lernumgebung auf das Lernen und welche Kriterien machen einen guten Lernort aus? Also aus meiner Sicht ist das Wesentliche eigentlich gesagt worden. Da ist ganz viel drinnen zwischen Konzentration und Muße. Also ich würde auch gern den Begriff der Muße nochmal einbringen, der für mich in Bezug auf Bildung ganz was Wesentliches ist. Also ich bin mir nicht sicher, ob große Philosophen, Philosophinnen in dieser Kleinteiligkeit die Ideen so entwickelt hätten, wie wir es jetzt teilweise auf dem Bildschirm haben. Das ist jetzt auch ein wenig eine Kritik. Ja, sondern da muss ich mich auf etwas konzentrieren und da muss ich Muße haben. Ja, also also ich glaube, große Entwürfe, und die bräuchten wir wahrscheinlich für die Zukunft mehr denn je, finden vielleicht nicht unbedingt in kleinteiligen Chats statt, sage ich jetzt mal. Anregungen schon, aber das dann aufs Papier bringen, dazu brauche ich Muße. Und noch ein Aspekt vielleicht, für mich ist ein guter Lernort oder ein guter Bildungsraum, wo ich Beziehungen aufbauen kann. Das ist fürs Lernen, das würde ich sagen, das A und O. Beziehungen zu Menschen, zu Dingen, zu den Personen oder zu den Dingen, die im Lernen, im Lernprozess da sind. Und braucht es dazu für dich, Elke, eine physische Begegnung oder wäre sowas unter Umständen auch, so wie jetzt zum Beispiel, in einem digitalen Lernraum möglich? Ja. Also für bestimmte Dinge, sage ich jetzt mal, ist das, was wir jetzt machen, ich bin ganz begeistert. Wenn es funktioniert, ja,
die Technik gut, nicht irgendwelche Nebel über Graz liegen und das Internet stören oder was weiß ich, dann ist das, also ich denke mal, wir sollten uns auch davon verabschieden, dass man sagt, alles ist für alles gut. Das haben schon die alten Didaktiker und Didaktikerinnen gesagt. Es muss immer darum gehen, was möchte ich erreichen oder was will ich sozusagen oder was ist mein Ziel. Und dann suche ich mir die Medien, die Methoden und so weiter aus. Und daran wird sich auch nichts ändern. Und das Internet ist eine unglaubliche Schatztruhe dafür, aber nicht für alles. Wie auch nicht ein Vortrag für alles gegeben ist. Also ich glaube, man muss das entspannter sehen. Das Internet ist nicht für alles da. Da haben wir jetzt auch einen Beitrag von der Edith Sitz. Ich bin eine Freundin von Begrenzungen als Ermöglichung von Lehrenden und Lehrern. Lernorte brauchen auch ethische Standards, zum Beispiel halbwegs diskriminierungsfreie Umgebung. Ich glaube, ganz ein wichtiger Bereich, also gerade mit diesem heutigen Thematik, Hasspostings und so weiter. Danke für diesen Beitrag. Ich möchte Sie jetzt bitten, ich sehe, bevor ich nur was Organisatorisches, also wir haben 4 Minuten vor Schluss und hätten noch gerne natürlich noch ein paar Schlussstatements. Ich möchte Sie bitten, dass Sie vielleicht 5 Minuten länger circa unserem Web-Talk noch folgen. Wir werden ein bisschen verlängern, wenn das für Sie okay ist. Der Kurt, entschuldige, du wolltest noch einen Aspekt dazulegen. Anknüpfend an die letzte Anregung, auch diskriminierungsfreie Umgebung. Ich glaube, da muss man auch den diskriminierungsfreien Zugang anführen. Also es gehört mir im weiteren Sinn auch noch im Sinn des Kriterien guter Lernorte dazu. Gerade in der Weiterbildung oder in der Erwachsenenbildung, glaube ich, ist das auch eine ganz zentrale Dimension, die man bei Ausgestaltung von Lernorten im Sinn von Konkretisierung von Bildungsräumen auch immer mitreflektieren muss. Ja, ich möchte vielleicht ein Stück, also ein bisschen einen Schwenk auch in die Zukunft machen, so abschließend. Wir haben jetzt schon einiges, also wie schauen Lernorte jetzt aus? Wir haben auch schon ein bisschen in die Praxis, in die Zukunft geschaut. Was ist vielleicht ein bisschen so in die Zukunft gesehen, wie werden sich Lernräume in der Erwachsenenbildung in Zukunft verändern? Also welche Veränderungen wird es zum Beispiel auch im Bereich der Betriebe geben? Wir haben schon einige Dinge angesprochen, aber gibt es vielleicht noch Aspekte, die noch nicht benannt wurden? Also meines Erachtens, ich glaube, was sich Lernortbetrieb tun wird, ich glaube, es wird sich auch hier die Situation ausdifferenzieren und auch sozusagen in den Gedankengang von der Elke aufnehmen. Es gibt nicht das eine Lernformat, den einen Ansatz, das eine Lernmedium. Und das wird, glaube ich, auch im Betrieb so sein. Und da würde man fast das Wort Hype in den Mund nehmen, nach dem Hype der Digitalisierung oder der digitalen Lernmedienmöglichkeiten. Ich glaube, man wird auch sehr schnell drauf kommen, wofür die geeignet sind, wofür sie nicht geeignet sind. Zukunft ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu prognostizieren. Wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass es diese Form der digitalen Medien und damit auch Lernmedien gibt. Was in 10 Jahren in diesem Bereich sein wird, wissen wir nicht. Aber ich glaube, meine Grundaussage oder Einschätzung wäre, dass es zu einer Ausdifferenzierung kommen wird. Und ich glaube aber auch, dass man erkennen wird, nämlich auch von unternehmerischer Seite her, dass nur das zur Verfügung stellen der Möglichkeiten zu lernen, eventuell auch oder ganz stark digital, mit digitalen Medien zu lernen, nicht ausreichend ist, dass es zu einem wirklichen Lernprozess im Sinn einer Kompetenzentwicklung und im Sinn einer Anwendung dann im betrieblichen Setting kommt. Also genau diesen Möglichkeitsraum, betriebliches Lernen, Arbeitsplatz wird, glaube ich, stärker in den Fokus kommen, wenn man drauf kommen wird, dass man eben dass dem ersten Schritt der zweite folgen muss. Und ich glaube, das steckt man auch sehr in den Kinderschuhen. Und vielleicht als letzter Punkt, ich glaube auch, dass in Zukunft die
der Trend oder die Trends weiter darum diese beiden Pole oszillieren werden, Selbstlernen im Sinn von Möglichkeiten gestalten, selbstgestalten, aber natürlich auch im Sinn der Funktionalität eines betrieblichen Prozesses, und damit hat man eine Rahmung und auch eine Steuerung drinnen. Es wird weiterhin zwischen diesen beiden Polen oszillieren. Dann werden wir auch in Zukunft nicht rauskommen. Okay, super. Danke. Also es gibt schon das Werkzeug, aber jetzt braucht es Anwendung. Ja, bitte. Ecke Gruber. Ja, die Zukunft. Ne? Das wollen immer alle wissen. Das Wesen der Zukunft besteht darin, dass es eben in der Zukunft liegt. Oder wie Aristoteles gesagt hat, das Gesuchte hat keinen Namen. Also ich würde auch gerne ein wenig demütiger sein, was die Zukunft betrifft, ohne dass ich jetzt sagen möchte, wir können uns nicht irgendwelche Vorstellungen machen, sondern Utopien, sage ich jetzt mal, waren immer ganz treibend, dass Menschen ein gutes Leben haben führen können. Aber da bin ich im Moment sogar eher ein bisschen skeptisch, dass ich mir denke, wahrscheinlich müssen wir grundlegend darüber mehr nachdenken, was Menschen lernen wollen, sollen, müssen. Und ich bin auch, also was du schon gesagt hast, ich denke mir, es wird nicht das eine vom anderen abgelöst. Das kann man sich historisch sehr gut anschauen. Das Buch ist nicht vom Radio abgelöst worden, das Radio nicht vom Fernsehen. Ja, das Internet wird das Buch vielleicht als gedrucktes Medium, aber nicht als Format, dass Menschen sozusagen ihre Gedanken äußern und anderen Menschen nahebringen wollen, nicht abgelöst werden. Ja? Aber ich denke mir, das sind alles, und es werden ganz neue Formate entstehen, wo ich mir überhaupt noch nicht vorstellen kann, wie das funktionieren soll. Also mit virtuellen Räumen wahrscheinlich und was auch immer. Aber ich denke mir, die Dinge werden nebeneinander bestehen und es wird manches abgelöst werden, manches bleibt bestehen und manches wird sich neu entwickeln. Und ich denke mir, das ist ein spannender Prozess. Und wir sollten keinesfalls, wo ich manchmal so den Eindruck habe, die Zukunft ist auch manchmal was Angstbehaftetes. Und wenn wir immer nach der Zukunft sozusagen fragen und die Menschen immer nur auf die Zukunft trimmen, hat auch soziale Aspekte. Letztes Wort dazu. Ich denke mir, die Menschen werden sich die Lust am Sozialen nicht nehmen lassen. Also ja, das sollte eigentlich so das Schlusswort sein. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich möchte jetzt noch einen letzten Aspekt, der noch aus der Teilnehmerinnenrunde gekommen ist. Wie können Erwachsenenbildnerinnen die Begrenzung forcieren? Also was könnte man denen mit an die Hand geben, den Teilnehmerinnen, Erwachsenenbildnerinnen, damit sie selber auch so diese Begrenzung ein Stück weit auch als Selbstmanagement, Selbstverantwortung übernehmen? Könntet ihr dazu noch fragende Gesichter? Also ich habe jetzt keine generelle Antwort drauf, und so eine Ad-Hoc-Idee ist, ich glaube, wir sind ja alles Individuen mit auch unseren eigenen Begrenzungen. Und insofern sozusagen auf der individuellen Ebene des Erwachsenenbildners, der Erwachsenenbildnerin, wird es wahrscheinlich immer eine Begrenzung geben. Ne? Also niemand kann alle Lernformate bespielen, niemand, jeder hat seine Schwerpunkte, seine Erfahrungen, sein Können in gewissen Feldern. Also auf einer individuellen Ebene gibt es ja die Begrenzung. Die Frage ist dann, also von diesem Bild aus vielleicht stärker, kommt dann wirklich auch stärker das Arbeitsfeld Erwachsenenbildung hinein. Sozusagen also hier kommt dann auch die ökonomische Dimension hinein. Ne? Wofür wird bezahlt? Gibt es Förderungen in gewissen Bereichen? Und also insofern hat man schon über diese Strukturen begrenzende Trends. Okay, danke. Ja, danke für eure Antworten, danke für die interessanten Darstellungen.
Ich möchte mich sehr herzlich vor allem beim Podium bedanken, bei der Elke Gruber, beim Kurt Schmid, aber auch bei der Frau Günther und auch bei meiner Kollegin, der Karin Kulmer, die sehr professionell im Hintergrund uns da begleitet hat. Ich möchte Sie bitte darauf hinweisen, es gibt, Karin hat es auch schon gepostet, noch ein Feedback, das wo wir Sie bitten, also noch kurz da zu bleiben und dieses Feedback uns zu geben. Dann möchte ich Sie natürlich noch einmal auf unsere Magazinausgabe, diese wunderschöne, hinweisen. 22 Beiträge von 30 Autorinnen erwarten Sie, erscheint Ende Jänner 2019, Entschuldigung, nicht 2018, und zwar in, und Sie können dieses Magazin dann auch kostenlos herunterladen bei uns unter erwachsenenbildung.at/magazin. Wir haben also für die, die noch Beiträge verfassen wollen zum Thema Validierung und Anerkennung von Kompetenzen, ein bisschen ein anderes Thema, aber auch überschneiden natürlich Konzepte, Erfahrungen, Herausforderungen. Wir haben einen laufenden Call, der noch bis Ende Jänner offen ist. Also bei Interesse bitte auf unserer Website auch finden Sie weitere Informationen dazu. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei Ihnen. 13. Web-Talk Lern- und Bildungsräume in Veränderungen mit Elke Gruber und Kurt Schmid. Sie können uns nachhören und nachsehen in unserem Podcast. Vielen Dank und auf Wiederschauen.